Schönen guten Tag, heute ist der 21.04. und wir sind in München im Backstage und es ist Kaiserwetter. Wahnsinn, guck mal hier, da. Ich sitze hier auf dem Sonnendeck und zwar zu Recht, wie ich finde, weil die letzten Tage war immer beschissenes Wetter und das ist doch mal schönes Wetter zu haben. Gestern waren wir in Karlsruhe, das war Tourauftakt und das nach gefühlten 400 Jahren Pause. Das war aufregend, es hat aber alles recht gut funktioniert. Wir haben viele neue Songs gespielt, ich bin mal gespannt, wir werden gleich nochmal eine kleine Diskussionsrunde eröffnen, ob das die Setlist so bleibt oder nicht oder ob wir irgendwas umstellen oder nicht. Das weiß man ja nie so. Man überlegt sich immer was im Proberaum und dann geht man auf die Bühne und dann guckt man halt. Aber ich habe von gestern irgendwie bis jetzt nur positive Rückmeldungen aus Karlsruhe gekriegt. Von daher glaube ich, vielleicht lassen wir es mal einfach so und gucken mal, was München dazu sagt. Wir werden sehen. Ich futter jetzt hier jedenfalls meine sehr leckeren, habe ich gerade beim Catering abgestaubt, Gnocchi mit selbstgemachten Pesto und Schmortomaten. Oh, super lecker. Und dann geht's gleich ans Arbeiten. Aber erstmal noch nicht. Guido hat sich ja Blumen auf der Bühne gewünscht, was ja auch völlig okay ist. Aber ich finde, heute hat er übertrieben. Wir sind ja heute hier im Backstage in München und im Backstage hat uns jemand... Ja, jetzt habe ich gefressen. Oh, warte, sofort. Wir wollen mal kurz... hast du schon mal... Also, du hast doch Mädels in dem Alter. Lesen deine Mädels die Bravo? Nein. Nein. Ich habe noch gedacht, die gibt's gar nicht mehr. Die lesen die Bravo. Doch, hier anscheinend gibt's ja, die. Aber, die haben jetzt ein Thema in der Bravo. Es geht um Geiselnahmen. Das ist eine Szene von einer Geiselnahme. Ah ja, stimmt. Mhm, dann schlage ich das Wunderheft auf. Ja. Nächste Geiselnahme. Tatsächlich, warte, ich muss... Ich zeige dir, was wir gestern vom Konzert übrig geblieben ist. Wie, was ist übrig geblieben? Kleines Andenken. Oh nein, ich will's... Nee, wenn es mit C zu tun hat, hier, kann ich sie sehen. Guck. Guck sie an. Ah, ich kann sie sehen. Das brennt. Ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Sag mal. Aua! Ich sag jetzt dein Horoskop. Was bist du nochmal? Ich bin Skorpion. Kann es sehr gut sein, dass du dich diesen Monat auf den ersten Blick verliebst, Jan-Dirk? Ach! So, und da haben wir die Setlist. Und wir machen einfach, haben wir überlegt, das Gleiche von gestern, heute nochmal. Und wer ist nicht dafür? Guido ist nicht dafür. Jetzt frag ich mich aber, wer von euch beiden, ja? Ich! Also du warst ja der Ältere und Stärkere wahrscheinlich, aber wer musste auf der beschisseneren Matratze schlafen? Ich! Ja! Ja, so, wenn du bekommst, der musste auf der Scheißmatratze schlafen. Scheißmatratze, ist wohl richtig. Ich finde Scheißmatratze ist ein ganz schön geiler Bandname. Jo, das ist geil, wir sind Scheißmatratze aus Frankfurt. Ohne Scheiß. Ey, wir gründen eine Band namens Scheißmatratze und dann spielen wir sofort für Akne Kitto. Song als Scheißmatratze. Wir schreiben jetzt hier auf der Bühne einen Song für Scheißmatratze. Toi, toi, toi. Okay,
Transition. Boah! So. Die Bühne zum Beispiel, die brettert am Tier. Ist ja richtig geil. Und das Publikum sieht ja geil. Weil überall Leute tun. Es ist so ein Hexenkessel. Ja, wegen, ne?